Bitte drücke einen Knopf auf den Controller, den du benutzen möchtest. Naja, geil. Super. Habe ich jetzt nicht bedacht. Habe ich jetzt komplett vergessen, dass bei Pokémon das so ist. So. Ich nehme mal den rechten Controller. Den finde ich auch deutlich besser als der linke. Ich das Stick auswählen, A-Knopf bestätigen, Y-Knopf, Plus-Knopf, B-Knopf. Passt. Jo. Presented by Game Freak. Pokémon TM. Let's go, Evoli! Kann ich. Warte. Kann ich jetzt auswählen, ob ich jetzt Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu spielen soll? Wegen Let's Go Evoli will ich jetzt nicht spielen. Ich wollte eigentlich Let's Go Pikachu spielen. Weil Let's Go Pikachu habe ich schon. Let's Go Evoli habe ich schon gespielt bei Mr. Luigi. Aber erstmal, hey Leute, was geht ab? Ich bin wieder euer Gartenberater 33 und willkommen zur Pokémon Let's Go Pikachu Demo oder auch Evoli Demo. Eins von beiden. Wird das sein, aber erstmal wird der Evoli stehen. Ich will aber Pikachu spielen. Mal gucken, ob ich das überhaupt auswählen kann. Wegen bei den Nintendo eShop stand da Evoli. Nee, Pikachu stand da. Und jetzt steht hier einfach Evoli. Okay, die Cutscenes kenne ich jetzt nicht. Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Du hast dich zufällig los, mit meinen paar Pokémon-Vorstellungen zu helfen. Ja, natürlich. Volli! Oh, sehr gute Arbeit. Dein Panda Evoli scheint auch voller Tatendrang zu sein. Na gut, dann wollen wir mal. Dein Aufgabe besteht darin, den Fentania-Wald auf eigene Faust zu erkunden. Fange verschiedene Pokémon und liefere dir gemeinsam mit deinem Team-Pokémon Kämpfe. Ich warte tiefer im Wald auf dich. Und jetzt los! Drück dich mit Evoli ins Abenteuer. Let's go! Okay. Was, hier habe ich doch das letzte Mal aufgehört bei dem Mystery EG. Wurde es jetzt gespeichert? Weil, nein, das kann nicht gespeichert sein, weil ich habe, den Charakter habe ich ja nicht ausgewählt. Keine Ahnung. Na gut, Pummeluff. Ein wenig Pummeluff erscheint. Richte einen Joy-Con horizontal in Richtung des Pokémon auf den Richtung Ball. Heute den Joy-Con ausgerichtet und drücke den A-Knopf, um Ziel auszuwählen. Das Problem ist halt, ja. Das Problem ist halt, ja, ich setze jetzt nicht genau perfekt an dem Fernseher. Das ist das Problem. Komm, spring doch nicht hier so rum. Mann! Man sieht, ich bin der schlechteste Pokémon-Fänger aller Zeiten. Ich habe 97 Versuche, irgendwie ihn zu fangen. Und ich fange ihn nicht. Ich kann ihn nicht fangen. Mann! Warum? Fang ihn doch! Alter! Bruder! Was ist bei dir los, ey? Dankeschön, nach 10 Versuchen! Jetzt wird er nicht gefangen, ne? Och, ich dachte schon, Alter. Bruder, was war da los, ey? Lol, ey. Nach 10 Versuchen, er ist gefangen. Alles klar. Für Pummeluff wurde ein Eintrag im Pokédex angefertigt. Okay. Irgendwas, also ich habe keinen Plan über das Spiel. Und ist es jetzt wirklich nur Pokémon fangen oder kann ich hier noch was anderes machen? Wer ist das denn überhaupt? Mann. Ist ein Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung. Meine Freunde und ich wollen hier Kämpfer-Pokémon fangen. Sie sind schon ganz hibbelig, weil sie sich so auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Es ist. Keine Ahnung. Ja, ne? Was ist das denn hier? Du willst ein Gegengift? Was ist ein Gegengift? Verschaust das Item in der Medizintasche.
Leute, ich habe überhaupt keinen Plan, was es hier ist. Was kann ich jetzt hier machen? Oh! Was? Okay. Jawohl, das ist auch Pokémon, oder? Dann lass uns kämpfen. Na gut. Ich habe einfach blind aber die Demo gestartet. Das ist auf jeden Fall ein anderes Konzept als das Hauptspiel. Weil das Hauptspiel habe ich ja gespielt, Pokémon Evoli, beim Soligi. Ich habe das jetzt nicht selber, deswegen kann ich das auch nicht weiterspielen. Aber ich habe es dann eben angezockt und ich fand den Eindruck, ich weiß nicht, Leute, ich will jetzt keine Pokémon-Fans beleidigen, aber ich mag halt nicht so Pokémons. Ja, ich mag keine Pokémon-Spiele so, also das Spiel hat mich jetzt nicht so beeindruckt, ich fand es irgendwie langweilig. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es ist halt nur meine Meinung und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann könnt ihr es euch sagen in den Kommentaren. Ich fand's nicht so cool. Smash hat mir deutlich lieber gefallen, das Spiel. Aber Mr. Luigi wollte es unbedingt sehen. Das Projekt hier, also das ist die Demo hier. Und deswegen, hey, Mr. Luigi, hier kannst du mal sehen. Na gut. Und das ist genau das gleiche. Der ist hier. Warte, war da gerade Pikachu? Da ist Pikachu! Pikachu! Pika, Pika! Und ich treff's nicht. Ah, das war aber ein bisschen schwer, ne? Irgendwie sorry, dass ich nicht so gut empfangen bin. Es liegt halt daran, weil ich eine andere Position sitze als direkt vor dem Fernseher. Ist jetzt so ungefähr. Ja, ich muss jetzt ein bisschen mehr im Fernseher sein. Oh mein Gott, sorry für diesen blöden Ruckler. Ich bin gerade gegen mein Stativ gestoßen. Aber ja. So, jetzt sitze ich gerade ein bisschen näher an der Kamera dran, ne? Na gut. Pika Pika. So, jetzt kann ich ein bisschen mehr zielen drauf. Das Blöde ist, ihr hört halt den Ton nicht so gut, ne? Na gut, da muss ich halt so sitzen. Sorry, dass ich dann nicht so gut fangen kann, aber ich will halt, dass ihr den Ton und alles hört. Deswegen, ja. So, wer bist du? Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn du sie mit dem Pokémon genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolggarantie. Okay, ich werde jetzt keine Pokémons fangen. Ich werde einfach hier durchlaufen. Entschuldigung. Weißt du, ob in diesem Wald dieser Samen leben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was willst du von mir? Ich hoffe mal, hab mich jetzt nicht in der Aufnahme gesehen. Sollte aber nicht sein. So. Yay. Okay. Kampf. Flackerbrand. Ruckzuck, hip. Machen wir mal. Boom. Nochmal ein Ruckzuck, hip. Boom. Das, was ich am meisten nicht so gut finde, ist, dass die Pokémons sie nicht aufheilen können nach dem Kampf. Die muss uns selber heilen dann. Und die Attacke sollte ich eigentlich öfter einsetzen. Menno, ich habe dir schon eine unschuldige Frage gestellt. Du gewinnst 180 Punkte. Du erhältst 3 Pokémon-Bälle. Keine Ahnung, was dieses Icon heißt. Na gut, machen wir weiter. Tipps für Trainer. Entferne einen. Ja. Was war das denn gerade? Hallo, hast du was gesehen? Ich weiß jetzt nicht, was bei der Demo so besteht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht überhaupt nicht, was das Ziel überhaupt ist oder sonstigem. Ich laufe hier einfach irgendwo durch die Gegend und ja. Keine Ahnung. Ich konnte mir nicht mal einen Charakter oder so erstellen. Echt schade. Und ich kann es erst gering nur einsetzen, okay. Das krasse ist, ey, der ist einfach direkt down. Der ist aber direkt down mit der Attacke, das ist krass. Mhm.
Na gut. Pokémon werde ich jetzt nicht fangen. Ich werde jetzt einfach hier weiterlaufen. Ich weiß jetzt nicht, was das Ziel überhaupt ist. Oh, warte, da ist noch ein Pokéball. Den hat man jetzt ganz klein gesehen. Für einen Trank. Vielleicht ist es in meiner Medizintasche, okay. Ja, die Musik ist auch irgendwie sehr, sehr mysteriös. Ich habe keine Ahnung, was hier auf mich lauert. Nein, ich will nicht auf die Pokémoner. Was ist die Mehrzahl von Pokémon? Gibt es hier unten eine Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Aha. Tipp für... Warum sagen die da irgendwas? Na gut, wenn es jetzt nicht in die... Leute, also wenn hier irgendwas nicht Spannendes ist, dann werde ich das die Demo beenden und das nicht hochladen, weil die lohnt sich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was überhaupt hier besonders so ist an der Demo. Keine Ahnung. Oh, der ist nicht direkt down. Alles klar. Verbrennung. Okay. Nochmal. Flackerbrand. Boom. Und er ist down. So. Volltreffer gelandet. 130, 3 Pokébälle. Wow, so cool. Ich bin der Beste. Nein! Brauche ich nicht. Nein, das ist doch nur eine Demo, ey. Wofür brauche ich die? Muss ich jetzt die ganze Demo und die ganzen Pokémon sammeln? Och, Mann. Leute, ich weiß wirklich nicht, was die Messer von Pokémons? Pokémons? Oder gibt es überhaupt eine Messer von Pokémon? Keine Ahnung. Ich sage aber Pokémon. Pokémon. Oh, nein, 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 nein. Okay. Sehr gut. Gott, wer ist das denn bitte, ey? Enton oder so. Da ist er. Dr. Eich. Oder... Und das ist wieder Pikachu. Ich muss zu ihm. Nein, nein, nein. Ich will gegen die nicht kämpfen. Ich habe doch schon Evoli. Die brauche ich nur. Das ist Zeitverschwendung. Ja, brauche ich nicht. Ganz schnell weiter, ganz schnell weiter. Nein, Enton. Nein. Hi, Professor Eich. Ja, will ich. Vielen Dank, dass du mir meine Arbeit geholfen hast. Das gilt auch für dich, Evoli. Ich hoffe, dein kleiner Ausflug in die Welt der Pokémon hat dir gefallen. In dieser Welt gibt es noch viel mehr Pokémon, die darauf warten, um den Weg zu finden. Du kannst sie ja mal wieder hier besuchen. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Okay, sollen wir es in der... Landen wir es in der... Tschüss! Ja. Fazit zu der Demo. 0 von 0 Punkte. 0 von 10 Punkte, meinte ich. Die war... Okay, 2 Punkte gebe ich für die Demo. Ich fand die Yoshi-Demo viel besser als das hier. Yoshi-Demo hat 9 von 10 Punkte. Nee, 10 von 10 hat sie sogar. Aber Pokémon, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Mein Fazit dazu: Die Demo war scheiße, ohne Scheiß. Das Hauptspiel hat mir besser gefallen am Anfang. Ich weiß, die ist jetzt nicht so heftig. Aber ich finde halt die Demo einfach nur scheiße. Es gibt nicht mal einen Trailer oder so am Ende, wo das immer zeigt. Weil zum Beispiel bei Kirby Star Allies oder bei Yoshi's Crafted World hat man das gesehen, immer, was da immer drauf kommt. Hier halt nichts. Das Hauptspiel ist echt gut, finde ich. Ich bin halt nicht so der Freak von Pikachu, also von der Pokémon-Serie. Ich spiele es halt gar nicht. Aber mein erster Eindruck war eigentlich nicht so gut beim Hauptspiel. Aber hier, wenn man erstmal die Demo spielt und danach das Hauptspiel... Nee. Ich werde überlegen, ob ich das überhaupt hochlade, das Video. Ja. Keine Ahnung. Also jetzt kommen wir erstmal zu den positiven Dingen. Positiv war eigentlich gar nichts, ich muss sagen. Negativ war, dass die Demo sehr, sehr kurz war.
Es gab sehr, sehr viele Pokémon, man konnte die natürlich fangen, klar. Aber man konnte nur 5 Kämpfe machen und das war's. Und da waren so viele Pokémons, man braucht sie eigentlich nicht. Das finde ich halt überhaupt unnötig irgendwie. Am Ende dachte ich noch, dass ich zur Stadt komme und irgendwas dann machen kann oder sonstigem. Scheiß. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Na gut, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr stark überlegen, ob ich das Video hochlade oder nicht. Wenn ich das nicht hochlade, dann werde ich das löschen und das werde ich nicht zeigen. Aber wenn ich das hochlade, dann, keine Ahnung, werde ich das irgendwann mal wieder runternehmen, aber ich weiß nicht. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich das Video danach runternehmen soll für eine kurze Zeit oder nicht oder einfach lassen soll. Ich würde es auf jeden Fall runternehmen danach. Ich werde es ein bisschen lassen für einen Tag oder so und danach werde ich es wieder runternehmen. Weil da haben es eigentlich mal schon alle geguckt. Ja, mein erster Eindruck war richtig scheiße. 2 von 10 Punkten oder 1 von 10 Punkten. 1 von 10 Punkten. Katastrophe, Katastrophe, echt Katastrophe war die. Na gut, das war's für die Pokémon Let's Go Demo. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten hier. Keine Ahnung, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben geben. Falls ihr nichts von meinem Kanal verpassen wollt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Demos, die ich anspielen werde. Das war bisher meine schlechteste Demo. Die Yoshi-Demo war viel, viel besser. Kirby Star Allies war auch richtig geil, die Demo. Aber das war echt die schlechteste Demo, die ich je gespielt habe. Ohne Scheiß. Wenn ich noch da irgendwas machen konnte, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich war jetzt einfach straight durchgelaufen und hab nichts darauf geachtet. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Also ich guck mal. Home-Menü. So, kann man jetzt auch irgendwas machen? Ach man, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich noch hier irgendwas machen? Ne. Drücke den Home-Button. Okay. Tschüss.